Hallo meine lieben Freunde, zu diesem etwas anderen Video. Ihr seht es ja auch schon oben in der Videobeschreibung, worum es hier geht. Eins unserer Videos musste runtergenommen werden oder wurde runtergenommen, wie auch immer. Es geht um den Flughafen Feuerwehrsimulator 2013. Warum und wieso und warum wir das nicht so ganz korrekt finden, was da gerade abläuft und warum wir es deswegen jetzt publik machen. Das erzähle ich euch in den nächsten Minuten. Uns hat kurz nach Veröffentlichung des Videos, was übrigens mir viel Spaß macht, gemacht hat, euch auch viel Spaß gemacht hat, eine Nachricht bekommen von den Entwicklern. Also nicht vom Publisher oder von der PR-Firma, sondern von den Entwicklern Viz Games. Die haben uns via YouTube, und ja, das war wirklich, also das sind die, der Account heißt Viz Games One, das ist deren offizieller Account, haben wir eine PM gekriegt und die möchte ich jetzt mit euch einmal teilen bzw. publik machen, denn so ganz richtig finden wir nicht, was die da mit uns treiben. Hallo zusammen, wir haben euch vor einiger Zeit bereits einmal angeschrieben, weil wir mit der Art und Weise, wie mit einem unserer Spiele umgegangen wurde in eurem Let's Play, nicht so ganz einverstanden waren. Es geht darum um den Werksfeuerwehrsimulator, den haben wir ja auch vorgestellt und wenig Gutes dran gelassen, muss man so ehrlich sagen. Da haben wir bereits eine PM von den guten Jungs bekommen, dass sie das nicht so ganz fair finden, wie wir mit den Spielen umgegangen sind. Allerdings war es das dann im Großen und Ganzen, das ging halt darum. Wie wir jetzt wieder gesehen haben, habt ihr auch den Flughafen Feuerwehrsimulator 2013 auf eurem Kanal vorgestellt und dem Produkt im Grunde von Anfang an wieder absolut keine Chance gegeben. Von Objektivität kann hier nun wirklich nicht die Rede sein. Ich muss zugeben, also ich habe es ja getestet, gespielt und so weiter, ich muss ehrlich zugeben, ich war voreingenommen. Ja, selbstverständlich, das bleibt auch nicht aus, denn ich habe die Vorgänger oder den Vorgänger gespielt oder indirekten Vorgänger, wie auch immer, also den Werksfeuerwehrsimulator, und ich habe auch andere Spiele von Viz Games gezockt, zum Beispiel Baumaschinensimulator oder ABC-Schutzsimulator und so weiter. Die habe ich allerdings nicht für Gaming Clubs gezockt, sondern für eine andere Firma. Der eine oder andere weiß, ich mache ja auch Videos für andere für TV. Trotzdem habe ich eigentlich versucht, dem Spiel eine Chance zu geben. Das schon, aber es hat mir relativ schnell klar gemacht, dass es keine Chance verdient hat. Wir haben uns jetzt auch mal die Zeit genommen und uns einmal eure anderen Videos zum Thema Simulatoren anzuschauen und festgestellt, dass diese bei euch eigentlich immer schon schlecht dargestellt wurden, bevor ihr nur das Spiel gestartet habt. Es mag ja sein, dass diese Art von Spielen euch persönlich nicht interessiert und diese auch bei euren Zuschauern nur zur allgemeinen Belustigung dienen sollen. Das stimmt nicht. Wer uns verfolgt, der weiß, wir haben den Bus-Simulator hochgelobt. Den habe ich ja gezeigt und ich habe gleich im Intro gesagt, hey, okay, das wird jetzt so eine kleine lustige Runde. Aber das ist jetzt nicht das genaue Zitat, aber ihr könnt euch das ja anhören. Aber ich habe gesagt, hey, das Spiel ist gut. Das ist ein guter Simulator, ein Beispiel für einen guten Simulatoren. Und wer vielleicht noch mehr zur Grafik-Engine und so weiter wissen wollte, der soll sich ein anderes Review angucken, denn hier geht es mehr so um Spiel und Spaß. So. Inhaltsmäßig zumindest habe ich das gesagt. Der Wortlaut war natürlich ein bisschen anders, den kann ich jetzt nicht genau zitieren, aber ihr könnt es euch ja anhören, ist ja kein Problem. Und übrigens auch den Landwirtschaftssimulator, auch den haben wir gelobt. Das war übrigens noch damals ganz lustig, weil Tim von Alter 4 Games ihn, glaube ich, nicht gelobt hatte und ich hatte ihn gelobt und ihn so ein bisschen kritisiert für seine Art und Weise da bei der Geschichte, beziehungsweise gar nicht ihn, sondern alle, die das Spiel einfach scheiße finden, weil es ein Simulator war. Das heißt, ich habe mich sogar noch für die Simulatoren breit gemacht. Ich habe sogar gesagt, hey Jungs, Simulatoren haben ein gutes Recht, die können auch Spaß machen, wie zum Beispiel dieser hier, der Landwirtschaftssimulator. Das habe ich so im Review gesagt und da bin ich quasi gegen die ganzen Leute ein wenig ins Gericht gegangen, die die Simulatoren nur zerreißen wollen. Mal als Notiz. Selbstverständlich machen wir aber diese Simulatoren auch, weil wir wissen, dass ihr Spaß dran habt und weil ihr wisst, dass wir auch Spaß dran haben und wir zusammen alle Spaß dran haben. Das ist natürlich auch ein Grund, sonst würden wir auch nicht die Videos machen, wenn ihr keinen Bock drauf hättet, die zu sehen. Da von unserer Seite allerdings nie schriftlich oder anderweitig Genehmigung zur Veröffentlichung besagten Bild- und Tonmaterials an euch erteilt worden ist, ihr Monetarisierung aktiviert habt auf eurem Kanal und das gesamte Material urheberrechtlich geschützt ist, fordern wir euch hiermit dazu auf, das umgehend zu löschen. Das betrifft sowohl das Video zum Flughafen Feuerwehrsimulator 2013 als auch das Video zum Werksfeuerwehrsimulator. Ist übrigens soweit richtig, aber der Absatz kommt jetzt noch, der wichtig ist, sollte euch von Seiten Rondo Media, also dem Publisher oder deren PR,
PR-Unternehmen Felix Buschbaum Media eine entsprechende Genehmigung vorliegen, so widerrufen wir diese hiermit. Da wir alleiniger Inhaber der Urheberrechte sind, sind wir dazu berechtigt. Im Klartext heißt das, nein, wir haben keine Berechtigung von den eigentlichen Entwicklern, das kriegt man nie. Ich frage nicht bei den Entwicklern, ich frage bei den Publishern oder bei den PR-Firmen. Und wir werden ja von allen PR-Firmen bemustert, allen großen, aber auch den kleineren oder was heißt kleineren, aber die halt sich auch um die kleineren Spiele kümmern, wie zum Beispiel jetzt Felix Buschbaum Media, die das zum Beispiel für Rondo Media machen. Dennoch hat er uns halt die Rechte wieder entzogen, das Video zu verbreiten. In anderen Worten hat er uns erstmal verboten, überhaupt darüber zu berichten, denn Gaming Clerks ist ein Videomagazin und er hat gesagt, wir dürfen darüber nicht berichten, zumindest nicht, wenn wir Bild- und Tonmaterial des Spieles zeigen. Wie rechtlich koscher das ist, das darf jeder für euch selbst beurteilen. Ich bin kein Jurist, aber ich habe einen guten. Weiter untersagen wir euch hiermit für die Zukunft jede weitere Veröffentlichung von Videos zu unseren Spielen in jeglicher Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von unserer Seite. Es ist geil, dass er uns quasi jetzt verbietet, Videos zu machen in jeglicher Form. Das heißt, wenn ich jetzt so zu euch sitzen würde und das erzählen würde, dann würde er es jetzt in der Theorie trotzdem verbieten, was er natürlich nur, da hätte er nur überhaupt gar keine Grundlage mehr. Jetzt hat er ja so eine kleine Grundlage und die ist auch so ein bisschen brüchig, aber was soll's. Das betrifft alle Spiele aus der Entwicklung der Viz Games. Logisch, er kann ja nicht für den Publisher sprechen oder für die PR-Agentur, denn mit dir sind wir eigentlich ganz gut dabei und das sind auch richtig freundliche und ordentliche Unternehmen. Ihr könnt uns natürlich jetzt gerne wieder etwas erzählen, dass es im Grunde ja nur Werbung für unser Produkt ist. Nein, es ist nicht. Wir machen keine... Damit wollen wir auch gleich mal aufhören. Wir machen keine Werbung für eure Produkte oder irgendetwas. Wir möchten Kritiken machen und Videos zur Unterhaltung. Wir machen keine Werbung. Wir werden nichts Produktplatziertes machen, außer bei Gewinnspielen, aber da sagen wir das auch vorher, dass das gesponsertes Material ist. Aber wir machen keine Reviews, die Werbung sein sollen. Nein. Natürlich sind gute Reviews, also zu guten Spielen, wie zum Beispiel ein Far Cry 3 oder auch den Bus-Simulator, natürlich ist das Werbung, weil wir sagen, das Spiel ist gut, kauft euch das. Das ist natürlich in der Theorie Werbung, geht aber vorher erstmal damit ein, dass wir sagen, dass das Spiel überhaupt gut ist und das auch so bewerten, und zwar, weil wir meinen, dass es gut ist. Kann natürlich sein, dass ihr das so seht. Tatsache ist allerdings, dass die einzigen, die einen Nutzen aus den Videos ziehen, ihr selber seid. Bei so schlechten Videos, schlechten Spielen unserer Meinung nach, wie zum Beispiel den Flughafenfeuerwehrsimulator, ist das natürlich richtig. Daraus ziehen wir natürlich Nutzen, weil wir unserer Meinung nach da ein gutes Video produzieren oder ein unterhaltsames Video und deswegen uns Leute mehr schauen bzw. abonnieren bzw. unsere Seite favoritisieren und so weiter und so weiter. Natürlich, das ist dann ja quasi gut für uns, aber was ist das denn für eine Logik? Eine Zeitung schreibt doch auch gute und faire Artikel oder was heißt fair, aber gute Artikel und unterhaltsame Artikel oder interessante Artikel und möchte doch so, dass sie auch wieder gekauft wird. Ist das nicht grundsätzlich auch... Also, naja, ihr versteht, was ich meine. Kann natürlich sein, dass ihr das so seht. Tatsache ist allerdings, dass ihr einzigen, die einen Nutzen aus den Videos ziehen, ihr selber seid. Weil ihr damit höhere Klickzahlen und somit höhere Werbeeinnahmen generieren könnt, ist im Kern ist das natürlich richtig. Da die Produkte im Bereich Simulation von euch durch die Bank weg schlecht geredet werden, falsch, ist dies für sämtliche Hersteller in diesem Bereich sicherlich keine Werbung. Da seht ihr übrigens jetzt mal, ich finde das ganz schön, dass der Herr meiner Vermutung, das ist jetzt keine, ich gehe davon aus, sondern eine Vermutung, wie man da höchstwahrscheinlich gerne Let's Player und Co. bemustert, also so die Spiele zuschießt, damit die Werbung machen, damit die sagen, oh geil, ich habe ein Spiel von dem bekommen, deswegen eh noch ein wenig gehypter sind und vielleicht auch so das ein oder andere Kritikchen fallen lassen und deswegen Werbung dann für das Spiel machen. Nein, wir machen keine Werbung für euch. Wir machen auch keine Werbung für Ubisoft. Wir machen auch keine Werbung für EA. Wir machen für niemanden Werbung. Solltet ihr der oben aufgeführten Aufforderung nicht innerhalb von 3 Werktagen nachkommen, werden wir einen entsprechenden Löschantrag via Google stellen. Mit freundlichen Grüßen, André Bürger, Viz Games. So, also, was ist dann passiert? Wir haben uns noch ganz kurz ausgetauscht, dazu komme ich auch noch ganz kurz.
Und wir haben dann für uns gesagt, okay, wir deaktivieren die Monetarisierung. Das heißt also, wir schalten keine Werbung mehr drauf. Aber das Video, das lassen wir online. Denn wir wurden grundsätzlich eigentlich bemustert oder werden grundsätzlich auch bemustert von der PR-Agentur und so weiter. Und wir persönlich sahen uns da eigentlich nicht in der Position, dass wir das Video runternehmen müssen, weil wir auch denken, das ist unser gutes Recht, das auch kundzutun, wenn ein Spiel dementsprechend schlecht ist. Das ist jetzt natürlich alles so Auslegungssache, da werde ich mich jetzt noch nicht einmischen, inwiefern das jetzt der eine oder andere wird, die von euch jetzt eh schon längst geschrieben haben, Pressefreiheit, da halte ich mich jetzt erstmal komplett raus aus der Geschichte, weil ich kein Jurist bin und das deswegen jetzt auch nicht klar definieren kann, inwiefern das jetzt unter sowas fällt und weil wir ja doch das Bildmaterial genutzt haben und so weiter und so weiter. Das Schöne ist, was mir der Herr dann noch geschrieben hat, beziehungsweise dass er mir gedroht hat, und zwar mit einer ganz simplen Geschichte. Er hat mir gesagt, wenn wir das Video nicht runternehmen, wird er sich bei der PR-Agentur melden und sagen, oder besser gesagt dafür sorgen, dass wir nie wieder von Felix Buschbaum Media bemustert werden. Das heißt, mit anderen Worten, er hat mir gedroht, entweder du nimmst jetzt diese Kritik runter, und dann ist alles gut, dann soll das so sein, aber machst trotzdem keine Videos mehr über unsere Spiele. Oder wir machen es auf die harte Tour und wir sagen, du wirst nicht mehr bemustert und dann darfst du unsere Spiele eh nicht mehr testen oder musst zumindest Geld dafür ausgeben. Das heißt, ganz klar, hier wird uns gedroht und unsere Meinung sollte unserer Meinung nach zumindest eingeschränkt werden. Und ja, der gute Herr möchte halt, dass Mensch Videos über seine Spiele gemacht werden, das irgendwie als Werbung auszulegen ist. Das ist mein Gefühl. Gut, wir haben dazu gesagt, nö, wir lassen das Video online. Gut, dann kam erstmal nichts mehr. Wir haben allerdings schon erwartet, dass zumindest noch mal eine E-Mail oder ein Anruf kam. Übrigens, ich habe mit den Herren nie telefoniert oder so. Das ist alles größtenteils über den YouTube-Schriftverkehr gegangen. Hinten raus hat er mir nur noch mal eine Kopie dieser Geschichte via E-Mail geschickt. Also insofern. Deswegen kann ich übrigens auch klar sagen, dass er das ist auf YouTube. So. Und dann kam halt einfach von heute auf morgen der Löschantrag bzw. ein Antrag auf Urheberrechtsverletzung und deswegen ist das Video offline. Inwiefern diese gerechtfertigt ist, das lassen wir erstmal prüfen und dann werden wir noch ein wenig Rücksprache halten und dann gegebenenfalls Einspruch einlegen. Mal schauen, was sich da so ergibt. Das ist aber erstmal total egal, denn es geht ja um den eigentlichen Fall. Übrigens, das betrifft jetzt dummerweise, da uns ja die Lizenz entzogen hat, für alle Videos innerhalb des Gaming Clubs Netzwerkes. Denn das Gaming Clubs Netzwerk ist ja quasi ein Lizenzhaufen. Das ist ja alles die Gaming Clubs Lizenz quasi, ist ein Haufen. Und da er sie uns jetzt entzogen hat, müssen wir auch Videos runternehmen oder runternehmen lassen. Das hat der gute Tim zum Beispiel schon gemacht von Alte 4 Games, weil er es leider nicht machen darf oder besser gesagt jederzeit mit einem Strike rechnen muss. Das ist natürlich logisch. Uns wurde die Lizenz entzogen, also kann keiner mehr darüber Videos machen. Also mussten all unsere Netzwerker die Videos auch runternehmen. Das habe ich Ihnen auch erklärt, dass da mehr Leute Videos gemacht haben, nicht nur wir. Und übrigens auch all unsere Leute gesagt haben, hey, das Spiel ist übrigens schlecht. Ich bin auch der festen Meinung, dass ich verhältnismäßig noch freundlich zum Spiel war. Ich habe mir das Video selbst nochmal angeguckt und ich habe nirgendwo irgendwie von vornherein gesehen, jetzt gucke ich mir die Scheiße an und bla und bli und blum, sondern ich habe Späße gemacht, durchaus. Aber jemand wie Christian hätte das Spiel viel brutaler zerrissen. Denn Christian ist ein Entwickler mit der Unity Engine, das ist ein Unity Engine Spiel. Weiß Gott, ob es Unity 2 ist, höchstwahrscheinlich nur Unity 2, um ein wenig Kohle zu sparen. Das heißt, er hätte noch viel mehr Fehler in der Grafik und Co. gesehen und hätte gesagt, das kann besser, das kann besser und das kann besser. Und ja, auch wenn das ein Low-Budget-Spiel ist, das geht besser. Nein, das, mir braucht keiner erzählen, nur weil es Low-Budget ist, ist es so, wie es ist. Nein, das ist einfach schlechtes Game-Design. Aber damit möchte ich mich jetzt nicht aufhalten, denn wir werden nochmal das verbotene Review nochmal dazu machen. Das heißt, wir werden das Spiel nochmal reviewen und dann in aller Kunst auseinandernehmen, beziehungsweise alles, was wir an Kritikaten auch wirklich mal niederschreiben und euch erklären, warum das und das schlecht ist. Also damit möchte ich mich jetzt nicht aufhalten. So, es geht hier grundsätzlich eigentlich um eine Sache. Dass wir die Monetarisierung entfernen sollten, das hat uns gar nicht so weiter gestört. Da haben wir gesagt, gut, okay, machen wir das halt. Dass uns dann aber weiter gedroht wurde, mit der Entzug, dass wir halt nicht mehr bemustert werden, also die Spiele nicht mehr bekommen, dass wir nicht mehr supported werden. Das heißt, dass wir quasi auch, wenn wir auf der Gamescom da ankommen, sagen, hey, Interview und so weiter, nee, ihr nicht und so weiter. All sowas, dass uns damit gedroht wurde, übrigens nochmal, nicht von der PR-Agentur, nicht von Rondo Media. Der Entwickler hat gesagt, er geht zur PR-Agentur und lässt es quasi, lässt es durchführen, dass wir halt nicht mehr bemustert werden und so weiter. Da hat die PR-Agentur nichts zu tun und auch nicht Rondo Media.
Das fanden wir unfassbar hart. Und auch mit welcher, also ich habe ja noch ein paar mehr PNs und so weiter, die ich jetzt allerdings noch nicht publik machen möchte, aber mit welcher Arroganz und mit welcher Härte man da wirklich auf uns zugegangen ist und von vornherein gesagt hat, nein. Nein, es gibt keinen Kompromiss. Es gibt auch kein. Ich habe ja noch versucht, ob man so nach dem Motto, ja gut, okay, Monetarisierung entfernen und so weiter und so weiter. Aber es gab keinen Kompromiss. Hinten raus hieß es zwar, ja, wir können ja nochmal telefonieren und vielleicht können wir uns ja nochmal einigen. Aber da habe ich den Zug schon längst abfahren lassen, denn hinten raus hätte das nichts genützt. Und nochmal, wir lassen uns auch nicht für irgendwelche Werbedeals einlullen, nur dass wir sagen, hey, das Spiel ist geil, obwohl es das nicht ist. Wir vertreten unsere Meinungen dazu und da bleiben wir auch. Jetzt ist natürlich noch die zweite Frage. Wir haben uns natürlich ein wenig umgehört, auch ein wenig recherchiert und wir wissen oder wir glauben zu wissen, das möchte ich jetzt nicht in Stein meißeln, dass nicht unbedingt Viz Games, aber das anscheinend auch ein wenig Methode hat, kleinere YouTuber abzumahnen oder zumindest zu drohen. Ich glaube, dass der gute André Bürger von Viz Games das niemals gewagt hätte bei einem Magazin wie zum Beispiel Giga. Die Giga-Jungs haben unfassbar geile Episoden dazu gemacht. Fail Plays heißen die bei ihnen, glaube ich, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Zum Beispiel zum Baumaschinen-Simulator, der wirklich der totale Rotz ist. Das haben sie auch im Video gesagt und da haben sie auch recht. Und das ist ein sehr unterhaltsames Video, übrigens unbedingt angucken. Das hätten sie sich aber nie bei Giga getraut, denn Giga ist verhältnismäßig schon groß oder größer oder bekannter oder hat auf jeden Fall mehr Leute, die da folgen. Deswegen auch einen etwas höheren Einfluss selbstverständlich in der, bei ihren Kritiken und Co. Logisch. Auch bei der Gamestar hätten sie sich das nie getraut. Übrigens auch nicht bei großen Let's Playern. Bei Gaming Glücks haben sie sich's getraut. Logisch, wir haben ja auch nur unsere 16.000, 17.000 Abos. Das ist ja nur nicht so die grotte Masse. Unsere Videos werden jetzt ja auch nicht so viel immer regelmäßig geguckt, sondern so 2.000, 3.000 Mal. Da kann man es doch machen. Was sollen die schon machen? Nochmal, ich sehe dahinter ein gewisses System, mag das jetzt allerdings nicht festmeißeln, aber ich habe halt das Gefühl, dass da ein System hintersteckt. Wir finden die ganze Sache nicht fair, wie Viz Games da vorgeht und anscheinend so versucht, schlechte Kritiken zu einem schlechten Spiel zu unterdrücken. Wir werden auch nochmal unsere Kritik zu den Spielen neu machen, natürlich ohne Bildmaterial, wir dürfen es ja nicht. Ja, wir wollen darauf jetzt aber erstmal aufmerksam machen, auf diese Problematik. Und dass wir wahrscheinlich nicht die Einzigen sind, da sind wir sehr fest von überzeugt. Und deswegen würde es uns freuen, wenn ihr ähnliche Probleme habt, dann an nico@gamingclucks.de eine E-Mail zu schicken. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Außerdem, wenn ihr natürlich auch ähnliche Meinungen seid wie wir, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr das vielleicht auch mal sharen würdet. Twitter, Facebook, mir egal. Wir haben auf diesem Video keine Werbung geschaltet. Wir haben auf diesem Video auch keine Spots und blablablablub, weil wir hier auch wirklich klar sagen wollen, okay, wir wollen mit diesem Video jetzt nicht irgendwie Kohle machen oder sonstiges, sondern wir wollen darauf aufmerksam machen. Gut, eure Meinung dazu in den Kommentaren, wie gesagt, gerne auch teilen über Facebook, Twitter und Co. Ihr dürft unserer Meinung nach, und das sage ich jetzt sogar in diesem Video, übrigens ohne Probleme Ausschnitte von diesem Video für eure Videos benutzen. Das sage ich in diesem Video jetzt komplett so, das sind wir uns bewusst. Das heißt, ihr dürft dieses Video auch auseinanderschnippeln und vielleicht für eigene Videos von euch, wenn ihr darauf aufmerksam machen wollt, benutzen. Dürft ihr. Ohne Probleme könnt ihr machen. Kein Problem, werden wir euch nichts für reinhauen und quasi habe ich hiermit ja auch das bestätigt. Gut, ja, eure Meinung in die Kommentare. Das war es erstmal von uns. Der zweite Teil folgt in wenigen Tagen. Und dann werden wir mal den lieben Herrn Bürger nochmal im Klartext erzählen, warum das Spiel Feuerwehr Flughafen Simulator 2013 nicht gut ist und was andere Simulatoren vielleicht mit ähnlichem Budget besser machen oder besser gemacht haben. Bis dahin, tschüss.